Hallo zusammen. Ja, das ist jetzt schon die zweite Aufnahme. Denn beim ersten Mal war, wie befürchtet, meine Stimme viel zu leise und die Musik, die ich im Hintergrund hatte, viel zu laut. Deswegen habe ich jetzt runtergedreht und eine andere genommen, die besser passt. Wenn er jetzt zuhört, könnt ihr schon ungefähr ahnen, was hier drinne sein mag. Vielleicht. Vielleicht. Ja, leider habe ich das Ding schon aufgemacht. Ich hatte die komplette Aufnahme schon, nur wie gesagt, es war halt viel zu laut, die Musik. Deswegen tue ich jetzt so, als ob ich das Ding noch zu ist. Ja, ich fange jetzt mal genauso an wie in dem alten Video. Und zwar war ich eine von den glücklichen 5000 Leuten, die von einem bestimmten Spiel eine bestimmte Version ergattern konnten. Beziehungsweise 7500, denn es gab 2500 PS Vita-Versionen und 5000 PlayStation 4-Versionen, genau. Und ja. Es hört sich sehr feucht an. ich würde sagen, ich hole mal das erste hier raus. Also hier sind drei Sachen drin. Ich habe aber nur eine bestellt. Und zwar, vielleicht, möglicherweise, habt ihr schon mal von Limited Run gehört. Denn die haben das Ganze, ich sag mal, geleitet. Eine bestimmte andere Firma, Entwicklungsstudio, hat sich bei denen gemeldet. Oder die haben sich bei denen gemeldet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das da abgelaufen ist. Auf jeden Fall haben die miteinander kooperiert und dabei sind dann diese 7500 Spiele entstanden. Ich habe. Am 25.04. habe ich bestellt, genau das. Oder am 21. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, und heute ist es angekommen. Es war eben gerade im Briefkasten und deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du mal ein kleines Angebervideo. das war jetzt auch nicht mega teuer. Das hat $30 gekostet plus $15 Versand. Das sind $45. Sind, weiß ich nicht, 42, 40 Euronen oder so. Gut, ja, Limited Run hier war ein Sticker bei. Und dann die nächsten zwei Sachen werden es schon total verraten. Nee, ich mache. Ja, ich hole beides raus. Das macht sonst keinen Sinn. Und zwar seht ihr schon, yay, eine PlayStation 4-Version von New and Tasty. Und das Schöne bei dieser Version ist, dass da der DLC schon direkt mit drauf ist. Aber den DLC, ich habe letzte Woche Dienstag, glaube ich, meine PlayStation 4 bekommen. Also, die ist angekommen. Und. Da habe ich mir schon direkt den DLC runtergeladen für 3,50 € oder so. Und habe den dann direkt noch am gleichen Tag durchgespielt. Weil ich wusste, ich werde das Spiel nicht auspacken. Das bleibt in der Hülle drin. Also es ist nur ein Sammlerstück. Allerdings, was mir nicht so toll gefällt, das habe ich vorhin schon gehört, als ich das Paket noch gar nicht auf hatte, ist. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber die CD innen drin ist lose. Ja. Naja, man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall war hier noch so ein schönes Postkärtchen mit dabei. Auch Limited Run hinten drauf. Ja, und ich bin sehr froh, eins von diesen Objekten ergattert haben zu können. Ich habe, das wird auf jeden Fall, ich muss meine Oddworld-Sammlung noch um einiges erweitern. Und zwar wollte ich noch gerne das Xbox-Spiel haben. Allerdings habe ich keine Xbox, aber das ist mir dann in dem Fall egal. Hauptsache ich habe das Spiel. dann wollte ich mir noch die ganzen Gameboy-Spiele kaufen. Die gibt es nämlich auch noch. Ja. Ja. Genau. Ich habe noch zwei andere Sammlerstücke. Und zwar ist das einmal diese grüne Schallplatte. Die ist, glaube ich, auf 500 Stück limitiert. Ich glaube, die gibt es sogar noch zu kaufen bei denen auf der Seite. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das war, genau, eine deutsche Firma hat die gepresst. Oh, wie irgendwas mit Records. Black Screen Records, genau. Ja, da habe ich eine von den Grünen, eine grüne Schallplatte, die auf 500 limitiert ist, und dann habe ich noch eine schwarze Testpressung, die auf 20 limitiert ist.
Da bin ich so stolz drauf, dass ich da eine von bekommen habe. Ja, und das ist jetzt ein weiteres kleines Sammlerstück in dieser Reihe. Leider werde ich nie erfahren, was da genau drinne ist, außer ich muss mal gucken, ob es auf YouTube vielleicht Leute gibt, die das Ding auspacken. ja, und ansonsten. Ach genau, ich wollte noch, könnt euch ja mal auch die Rückseite davon zeigen. Das sieht man. So, so ist gut. Apes back on the menu. Ich kann jetzt mal kurz den kleinen Teil, der da steht, kann ich ja mal vorlesen. Experience a timeless classic and stunning next-gen Splendor. As new and tasty recooks all the all-time favorite hit. Ja. This is how you do a reboot. Escape before your species is turned into novelty meat snacks. Bla bla. Ja. Es wird auf jeden Fall gleich in meine Sammlung reinwandern. Da ist zwar kein Platz mehr drin. Also in meinem PlayStation-Regal. Das ist übrigens mein erstes PlayStation 4-Spiel, was ich so physisch habe. Aber ich habe da oben keinen Platz, aber da muss dann gleich irgendein anderes Spiel für weichen. Gut. Dann. Achso, ich kann euch dieses Spiel übrigens sehr empfehlen. Das macht sehr viel Spaß. Ist zwar nicht genauso gut wie das Original, aber ist echt gut gemacht. Ich habe gerade einen etwas trockenen Hals. Deswegen werde ich jetzt hier auch Schluss machen. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Auspackvideo gefallen. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play, also bei Pokémon, was wahrscheinlich noch über 100 Parts gehen wird. ja, oder bei anderen Sachen wieder oder auf anderen Kanälen oder ihr wisst schon, was ich meine. Gut, dann halte ich das noch einmal schön in die Kamera. Tschüss. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.